Hallo zusammen, bevor wir jetzt fast sofort zu dieser schönen Kartenverteilung kommen, hier nur noch mal ganz kurz der Hinweis, wen das interessiert von der Skat-Europameisterschaft. Ich habe auf Instagram hier auch ein paar Fotos gepostet, nicht allzu viel, aber doch das eine oder andere, hier auch von den Nationalmannschaften zum Beispiel, zumindest eine Handvoll. Es sind also nicht nur Deutsche dabei gewesen, könnt ihr euch hier also gerne einmal anschauen. Und der nächste Hinweis auf meiner Patreon-Seite, wo ihr mich übrigens auch für 2 oder 5 Dollar im Monat unterstützen könnt, habe ich auch schon einige meiner Listen eingestellt. Und das Spiel, was ich euch jetzt gleich zeige, das kommt aus dieser dritten Serie der Skat-Europameisterschaft. Kurz vor Schluss bekam ich also in Vorhand diese Karte, hatte gerade 1000 ungefähr liegen. Die Liste war bis dahin gar nicht so günstig gelaufen, hatte sich hinten raus noch ganz gut entwickelt. Habe eigentlich relativ offensive Spieler am Tisch gehabt und beide passen. So, nun ist das eine Hand, die möchte ich ja auf jeden Fall spielen, mit 6 vollen, dreimal Ass 10 in Vorhand, und für Passe, Passe ist das gar keine Frage. Schaue ich also rein, habe jetzt einigermaßen sogar gefunden mit dem Karo Buben. Herz Dame ist natürlich jetzt dann wieder nicht so passend, dadurch wird es ein bisschen kompliziert. Und jetzt ist quasi die erste Frage eigentlich, und das ist auch so die wesentliche: Was sollten wir denn jetzt hier drücken und welches Spiel ansagen? Was habt ihr da selber so für Ideen, was man aus diesem Blatt in Vorhand jetzt machen könnte? Also, ich sag mal so, im Prinzip gibt es vielleicht drei Varianten. Die eine ist eben drei Augen in Herz drücken und jetzt hier irgendein Vier-Trumpf-Farbspiel zu machen. Das ist allerdings die Variante, die für mich jetzt nicht in Frage kommt, weil ich denke, dass es noch zwei deutlich stärkere Sachen gibt. Hier ist man dann schon stark darauf angewiesen, dass man die Trumpfvollen irgendwo verstechen kann und oder dass die Doppelläufer zwingend kommen. Das heißt, da ist man so ein bisschen auf Gedeih und Verderb der Spielweise der Mitspieler und sozusagen dem Zufall dann ausgeliefert, jedenfalls mehr ausgeliefert, als ich es mir bei so einem Spiel wünsche. Bleiben also zwei weitere Varianten aus meiner Sicht. Die eine ist jetzt hier tatsächlich 6 Augen drücken und dann Buben raus zum Grang. Das Spiel hat eine ziemlich gute Gewinnwahrscheinlichkeit, auch wenn wir hier natürlich in Herz nichts dabei haben und auch keine Stärke haben. Logischerweise gehen wir aber davon aus, dass nicht drei obere Buben in einer Hand sitzen ohne Reizung, sondern dass dann drei Buben raus sind. Und dann ist es eben so, 5 Herz fehlen, wenn die 3 zu 2 also gleichmäßig verteilt sind, dann sollten wir typischerweise 5 Volle nach Hause bekommen. Dann können die Gegner gerne ihre beiden Herzvollen abspielen, selbst wenn der nach einer zweiten Herzrunde der dritte Herz auf den Tisch kommt und der Spieler, der den letzten Buben hat, jetzt auch nochmal abschmeißen kann. Wir haben ja in allen anderen Farben Ass und 10, werden also danach dann zwangsläufig eingespielt und ein Voller darf gerne noch abgestochen werden. Die anderen 5 Vollen sollten wir dann nach Hause bekommen. Das Problem, der Pferdefuß an dieser Geschichte: erstens mal, wenn Herz 4 zu 1 steht und dann nach dem Bubenzug auf den Tisch kommt, dann fliegt unser ganzer Plan in den Eimer. Dann werden wir wahrscheinlich noch einen von unseren Vollen dazuschmeißen müssen. Dann gehen die Vollen bestenfalls 4 zu 4 aus und wir werden das Spiel wahrscheinlich chancenlos verlieren. Die Arbeitshypothese hält sich allerdings leider auch nicht, dass bei einer gleichmäßigen Herzverteilung das Spiel sicher gewonnen ist. Wenn Herz 3-2 steht, wir jetzt nach dem Buben eingespielt werden, hier in eine unserer Farben, dann haben wir noch das Problem, dass wir nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge unsere Vollen abziehen. Dann haben wir die ersten drei Asse nach Hause, vielleicht auch noch die erste 10, stehen dann so auf um die 50 rum, und jetzt haben wir noch 2 Volle und erwischen das Falsche, das, was nicht läuft, sondern gestochen wird, machen dann keinen Stich mehr. Das heißt, der Grang hat schon so seine Tücken, auch wenn er sicher eine gute Möglichkeit ist, die vor allen Dingen einigermaßen leicht vom Plan her zu spielen ist. Ich habe mich jetzt entschlossen, gerade weil es eben auch ein 15-Serien-Turnier ist und wir noch relativ am Anfang sind, das Risiko ein bisschen zu minimieren, sprich ein nicht ganz so teures Spiel zu taufen. 13 Augen im Pik in den Keller und jetzt den 3-Trümpfer Herz, natürlich mit Trumpf Lusche eröffnet. Dieses Spiel hat, denke ich, auch ausgezeichnete Chancen. Wir hoffen natürlich und gehen dabei
davon aus, wo keine Gegenreizung ist, dass die Farben einigermaßen gleichmäßig verteilt sind, dass die drei Asse also sowieso nach Hause laufen. Und wir können ja wahrscheinlich auch dreimal Trumpf spielen und können es also auch vertragen, wenn hier ein Voller abgestochen wird, sofern dann in der anderen Farbe der Doppelläufer steht oder eben der Viertrümpfer zuerst sticht. Das heißt, dieses Herzspiel hat auch ziemlich gute Chancen und ich denke mal, gerade ohne Reizung ist es vielleicht sogar noch eine kleine Nuance besser als der Grand. Allerdings stellte sich heraus, dass ich jetzt hier gegen eine Verteilung gespielt habe, die mir gar keine Chance gelassen hat. Trumpf stand gut. Für einen Grand wäre die Herzverteilung auch günstig gewesen. Allerdings für mein Farbspiel war die Verteilung der Nebenfarben ausgesprochen ungünstig. Karo stand 4 zu 0, das heißt, es wurde mir hier direkt im zweiten Stich das Karo Ass abgestochen. Und wenn Karo 4 zu 0 steht, dann ist das meistens nicht das Einzige, denn dann kommt ein Unglück selten allein. Jetzt wurde mir im Rückschub auch noch das Pik Ass abgestochen, denn auch Pik stand 4 zu 0. Ja, wie die Geschichte jetzt ausgeht, ist ja schnell erzählt und das war natürlich jetzt auch nicht unbedingt schwer zu lösen. Der nächste Karo wird wieder gestochen. Genauso wie der nächste Pik, der wurde hoch festgehalten, sodass ich jetzt hier immerhin nochmal die Chance hatte, meine Karo 8 abzuwerfen. Aber logischerweise bin ich bei diesem Spiel nur darum am Kämpfen, noch aus dem Schneider zu kommen. Und das ist insofern leicht gelungen, als jetzt hier eine Kreuz-Lusche abgeworfen wurde. Ich jetzt hier die 19 Augen liegen hatte und auf mein Kreuz-Ass jetzt hier immerhin ein Bild gefangen habe auf 33 Augen. Ich glaube, viel mehr gute Nachrichten gab es dann auch nicht zu vermelden. Kann gut sein, dass ich hier, ja, ich weiß es genau, 35 Augen hatte ich am Ende. Also ich habe im Spielverlauf jetzt hier mit dem Karo Buben sogar noch einen weiteren Stich gemacht. Aber das war natürlich nichts und das ist dann so ein Schlüsselspiel, so einer der Momente, wo du schon merkst, das Spiel scheint, das Turnier scheint hier nicht wirklich rund für mich zu laufen. So ein Spiel bei Passe-Passe, das sollte eigentlich nach Hause gehen. Und ja, der Grang wäre in dem Fall leicht gegangen. Da wären die Farben zwar genauso ungünstig verteilt gewesen, hätte es mir dann aber tatsächlich leichter gemacht, weil ich gar nicht in die Problematik hätte reinlaufen können, dass ich nicht weiß, welchen Vollen ich ziehen muss. Das Spiel wäre wahrscheinlich wie auf Schienen gelaufen. Bube raus, Mittelhand, vielleicht wird jetzt noch zweimal Herz gespielt, aber wahrscheinlich kommt dann auch Karo raus, wird hinten direkt abgestochen. Dann noch zwei oder drei Karten Herz und danach habe ich meine 5 Vollen zu Hause und wäre natürlich Sieger geworden. Also schade, schade, Schokolade, so ist es gewesen. Und deswegen ist diese Liste, ich kann es hier nochmal gerade zeigen, dann am Ende auch nicht so günstig ausgegangen. Das war hier das drittletzte Spiel. Ah, kann man das jetzt hier gerade noch sehen? Da habe ich dann gespielt 968, bin also dank dieses Verlustspiels unter die Tausender-Marke geraten und naja, der Grang hätte mich schon eine Ecke nach vorne gebracht. Also, auch wenn du das Risiko scheust und es gut durchdenkst, im Skat steckt immer wieder der Keim, dass du richtig schön auf die Nase fällst.